Diese Zone ist tabu. Hey, was? Was? Entschärft du Wort? Hier schlage ich sie tot! Ließ Merti Opfergaben zur Sühne für die Taten der Grabräuber? Eine Nachricht von Isidora. Isidoras Mutter sitzt zur Rechten Amuns als Gottesgemahlin. Die Grabräuber ermordeten Nitokris, als sie versuchte, sie am Plündern des Grabes zu hindern. Isidora musste ihre Mutter begraben. Die Sphäre und das Vermächtnis ihrer Mutter gingen an sie über. Sie schwor, sie zu rächen, bekam aber nie die Gelegenheit dazu. Bis jetzt. Jahre später versuchte Merti Wiedergutmachung für die Taten anderer zu leisten. Die wahre Quelle des Fluchs. Ein Mädchen, das seine Mutter verlor, flehte die Götter um Rache an.